Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was? Tschüss. Rocket League. Ich hoffe, in dieser Folge ist es nicht so übersteuert wie in den zwei vorherigen Folgen. Was, vom Fahren oder vom Video? von der. Das kommt davon, wenn man weg ist und raucht. Meine Lautstärke war. Ich war ein bisschen laut in den zwei vorherigen Videos. Hat ein bisschen übersteuert und ihr wart ein bisschen leise. Ich hab da jetzt mal ein bisschen was dran gekurbelt. Oh. Na, oh Mann! Der hat mich. Oh, ich wollte den retten und dann bin ich gegen den gefahren. Du. Oh Mann. Der eine hat ja auch einen coolen Namen, ey. Au! Sorry. Der. Meinst du Askel? Nein. Oh. Ach, der Mai, ja, keine Ahnung. Ja, ja, genau den. Askel, ist auch gut. Ken Axel. Ich hab erst Axel gelesen. Ja, ich auch. Janik knallt erstmal die ganze Zeit mit den Gegnern zusammen. Och, Lars, Mann! Das kommt gut! Dass du mich nicht gesehen hast. Nein! Nein, das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh nein, ey. Er kommt. Ja, mach mal halt so. Vorlage von mir. Ja, geil. Es war aber lucky. Ziemlich lucky. Nein! Was denn? Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Was denn? Du hast geschrieben, dass es ekelhaft. Ja. 12 Minuten. Ja. Zu dem Video. Ja. Jetzt in dem Video sag ich es. Zu dem Bild. Bild, ja. Ja! Jawohl! Sehr geil! Ich hab nichts gesehen, ich hab einfach die Bewegung gemacht. Ich hab einfach nur nochmal gedrückt. Das war echt gut, Alter. Das hat perfekt zusammengepasst. Ach, der Typ heißt mehr. Nee, doch nicht. Ich dachte, der heißt Meerrettichbrot. Hätte ja sein. Ja, vielleicht ist das die Übersetzung. Auf jeden Fall steht am Ende Brot. Wenn das auf der Sprache Brot heißt? Ja, bei uns heißt es Brot. Guck doch mal. B-R-O-D. Achso, halt Flatbrot. Ja. Der war zu oft bei Subway. Aber ist das bei Subway nicht Flatbread? Ja, aber Brot wird bei uns auch nicht mit D hinten geschrieben. Ja, das habe ich danach auch gemerkt. Machen wir es so. Wollo. Ich habe irgendjemand den Arsch gebumst. Ich glaube, das war Astro. Oh, das schneide ich raus und das schneide ich raus. Warum? Und schick's Michelle. Da kommt wieder so ein dummer Spruch wie, wenn es ihm Spaß macht. Ja, ich glaub's auch. Das war mehr besser Vorlage geht halt nicht, ne? Ja, die sind echt dumm. Lars hat 50 Punkte und wir führen 4-1. Ja, ich kann doch nichts machen. Was soll ich denn da machen? Fahre. Ja. Ah, oh, schade. Sehr schön, Lars. Aber dafür kriegst du noch nicht mal einen Befreiungsschlag. Das ist echt schade, oder? Ja, siehste. Was soll ich machen? Keine Punkte. Jetzt! Ja, komm jetzt aber! Okay.
Dafür krieg ich keinen, ich bin ja fast in der eigenen Hälfte, liegt mir schon eine Hälfte. Ja, hätte ja sein können, dass du dafür dann Hereingabe bekommst. Ja, hätte auch sein können. Oh nö. Klau ihm auch noch den Ball hier, Nick. Guck mal, was er sich da für fährt. Ich flieg einfach durch die Gegend, vielleicht krieg ich ja Kunstpunkte oder so. Kunstpunkte? Wäre ja schön, wenn es sowas geben würde. Zauberei. Ja, Zauberei gibt's ja. Ja, aber das ist nicht Kunstpunkt. Nee. Nein, aber Zauberei. Ja, dann hättest du das sagen sollen. Ah, ich habe einen zerstört. Jawoll! Vorlage! Mehr dieser Vorlage geht nicht. Ja, das stimmt wohl. Bumm! Und vor allem die Schnur gerade einfach aufs Tor geflogen ist. Mhm. Lass hat 10 Punkte gekriegt! Yeah! Huch, da kam auf einmal ein Kater über mich hergeflogen. Was machen die da? Jetzt mal ohne Flank! Die machen Eigentore gleich, wetten? Oh. Ich glaube, das wird der höchste Sieg, den wir jemals gemacht haben. Nein. Nein, bei zumindest bei den bisherigen Aufnahmen oder so. Also bei Ranked, ja, bei Ranked. Ja. Das war der Hergang. Oh, jetzt haben wir gewonnen. Jo. Toll. Sieger durch Aufgabe. Wenn einer geht, ist, glaube ich, das Spiel zu Ende. Nein. Nein. Dann müssen die jemand mit ja, Bronze, Saisonbelohnungslevel Bronze. Jawohlu. Ach, Lars, du bist ja noch über 100 Punkte gekommen. Ja, ich habe nur eine Vorlage gekriegt. Ach ja. Bin auch wieder ein Silber. Alter, du bist jetzt Silber 3 und ja. Ich dümpel immer noch bei... Ja, gerechterweise ja. Fick dich! Ich mach viel mehr Punkte als du. Ja, bin und? Viel besserer Spieler, springe gar nicht am Ball vorbei und dann sowas. Du bist einfach ein Egoist, du lässt einfach gar keine anderen Leute Punkte machen, deswegen bist du auf 1. Willst du mich verarschen? Was hat das mit Egoist zu tun? Ja, lass mich auch mal am Ball lassen. Ja! Ja, ich fahr zurück, geh an den Ball, damit der Ball noch 10 Sekunden weiter vor dem Tor, vor den Gegnern rum. Und du da nicht drankommst an den Ball und vorbeispringst und selber im Tor landest und der Ball rückwärts langsam bei uns ins Tor kullert. Ne, die Eigentore, dafür bist du zuständig. Oh, das Ranglistenspiel wurde geschlossen. Seid ihr auch im Hauptmenü? Läuft aber noch, guck da oben. Ach, Beitritt läuft, ja, stimmt. Ja. Ach, herrlich. Oh, du hast ja auch den Veteranenstatus wieder aktiviert. Ja, genau. Das habe ich gemacht. Ich wurde zerstört. Oh. Dann komme ich so seitlich da durchgeschossen einfach. Irgendeiner von euch hat mich auch so geil angeballert, dass ich den Ball gekriegt habe. Ich? Wer sonst? Das stimmt. Fürs Anballern ist Lars zuständig. Jawollo! Tore schießen auf. Ja, nice! Sehr gut. Wir müssen hier einfach nur mal den Ball haben, da kann ich auch mal Mann! Du bist krank, du darfst nicht so rumschreien. Nee, darf ich auch nicht. Ja, Leute, die so rum... Leute, die rumschreien, ja, arbeiten. Karma nennt man das, jetzt muss er husten. Ja, Karma is a fucking bitch. Ja, ich bin zerstört. Oh, sehr Parade! Schön. Parade! So, ist Michelle am Schlafen? Ja, klar, die hat morgen Frühschicht. Parade! Die ist die einzige von uns allen, die einem ehrenhaften Beruf nachgeht. Warum? Ich helfe auch Leuten. Ich auch. Ich helfe Leuten, weniger Steuern zu bezahlen. Und wir helfen Leuten, was zu bauen. Nein. Unser Handwerk, unser Beruf ist keine Dienstleistung.
Natürlich. Nick macht eine Dienstleistung. Ja, Michelle gut. Ist im öffentlichen, öffentlichen Dingen so. Doch, wenn ihr eine Beratung macht, dann macht ihr auch eine Dienstleistung. Nein, sie darf ja keine Beratung machen. Nein, du. Achso, ich. Ja, aber das ist kein Dienstleistungsunternehmen. Nein, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ein Lieferunternehmen. Und das ist auch kein Dienstleistungsberuf, den wir ausgeübt haben. Nein! Nö. Aber es hat Dienstleistungsaspekte. Ja. Ja. Yeah. Was zu den Tätigkeiten Bild dazu gehört, das zählen wir halt nicht dazu. Ne? Jo. Alter, ich werde nur durch die Gegend geknödelt, Alter. Geknödelt, ja. Was ist denn das? Das Knödeln. Was macht das aus? Koten. Nein, durch das heißt Kötteln. Nein, Knödeln, Alter. Kötteln. Wie alt bist du? 5? Was? Sackratte! Guck dir an, wie schön das ist. Springt voll dagegen. Lars hätte den gekriegt. Ich wollte einfach nur die Drehung machen, damit ich nicht so schnell weiterfliege, damit ich schnell weiterfahren kann. Aber nein, warum, ich krieg den nicht. Warum springst du eigentlich so in die Richtung? Na, ich bin an dem... Ich wollte eigentlich gar nichts machen. Weil ich dachte, Lars kriegt den. Ja, ich weiß. Ja, in der Luft stoppen. Ja, aber warum springst du denn erstmal in die Richtung so flott? Direkt aufs Tor. Nein, ich wurde da reingeballert. Ach so, ja, okay. Das ist dann was anderes. Da konnte ich ja nichts zu. Ich wollte einfach nur in der Luft bremsen so. Aber kannst du ja nicht, indem du Bremse drückst. Du musst ja irgendwas machen. Oh. Ach komm, fick dich. Ups. Oh, ich hab 10 Punkte, Alter. 20! Punkte verdoppelt. Au! Wer? Kartal? Nein. Doch, du hast mich von hinten angeschubst. Echt, hab ich das? Ja. Dessen war ich mir nicht bewusst. Oh. Ups. Ja, Nein, ich bin so doof. Ja, nein, das darf denn... Wer hat mich gegen den Ball gehauen? Ich. Oh, das war so gut, das wäre so gut gewesen. Das Spiel schaffen wir nicht. Nee. Den da hinten aber auch wieder Mauer, ne? Fuck. Alter, jedes Mal ist dieser Hiloffen-Stil da dran, ey. Die sind alles Hiloffen, ey.
Also okay. Zumindest zwei davon sind hier offen. Ja komm ey. Geil. Ich leg euch mal ein Foto in die Gruppe. Ah, geil. Mach mal. Genial. Kundenbeanstandung. Wenn auf dem Rücksitz hart gefickt wird, knackt zeitweise die Hinterachse. Fachmännischer Hinweis. Wenn sie tatsächlich hart gefickt hätten, dann wäre das Stöhnen ihrer Bumspartnerin so laut gewesen, dass sie das Knacken der Hinterachse als nicht wahrnehmbar erlebt hätten. Darunter liebe Grüße, ihr Skoda-Team. Ja, das ist echt total jetzt? Genial. Ja, steht da drunter. Ja. Also, boah! So weit habe ich gar nicht gelesen. Ja, Entschuldigung. Oh. Okay, bei mir tut. Okay, ich hatte gerade das 3-2-1. Ja, ich auch und bist ins Hauptmenü gekommen, ne? Okay. Ja, ja, ich auch. Bei mir hat alles normal. Oh. Gamdom. Gamdom. Oh! Alter, what the Scheiße. Fuck, ey. Das wäre geil gewesen. Das wäre wirklich geil gewesen. Ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost und ich werde die ganze Zeit umhergepfiffen wieder. Dorschus! Was denn? Wie gut. Torschus Schmorschus, sag ich immer. Jawoll, mehr besser Vorlage geht nicht. Fuck! Guck sie an. Das war auch. Du wolltest den noch haben, du Wichser, ich weiß. Guck sie an. Puff. Du hättest den noch nicht mal reingemacht. Doch, hätte ich. Nein. Was, Rettich? Erstens, du wär. Ja, mehr Rettich hat er gesagt. Hab ich gar nicht. Wow. Nee, stimmt, du hast wenig Rettich gesagt. Wenig Rettich. Ah, du bist so ein Arsch, Yannick, ey. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Du hast mich voll angerempelt. Gar nicht. Das ist ein Gerücht. Doch. Das ist ein Gerücht. Lass, was hast du da? Das hab ich mich auch gerade gehört. Ja, dem Gegner. Den vor allem. Hm. Hättest du ihn so eh nicht reingekriegt? Nee, darum geht's ja nicht. Ich hätte ihn nicht reingekriegt, sicherlich nicht, aber vielleicht Yannick. Von der Yannick, Position. Nee, Yannick war ja ganz weit weg. Was? Ja, ist doch egal. Ich nee, ich hätte. Hingelegt. Ja. Boah, weißt du, das hat er ja aber lässt, ne? Ja, dann sag doch was, Mann! Ich kann nicht lesen übers Internet und Teamspeak. deswegen komm ich ja nicht an Punkte. Ja, da musst du was sagen, wenn du den Ball haben willst. Das ist genauso wie wenn du Essen haben willst. Da gehst du auch zu Frau und sagst, hab Hunger. Hey. Hab Hunger! Der Kühlschrank. Hab Hunger. Wie so ein kleines. Oh nein! Wie so ein kleines Kind. Hab Hunger. Oh Mann! Mach ihn da raus! Ja. Du ja. Bist so ein Vollmongo! Den Mann, was hast du da gemacht? Hat mir in die Kante gesprungen, ey. Wäre der normal da dran gefahren, ja, gar nicht. Rausgeholt. Oh, nee. Weißt du, Laute. Wenn ich wüsste, dass es nur daran liegt, dass er erkältet ist, ja, dann müsste ich akzeptieren, aber ich weiß ja, dass er immer so ist. Die Klappe. Lass die Finger davon! Wovon? Vom Ball. Ja, von was denn sonst? Ich weiß ja nicht, hätte es ja sein können, dass du an Drogen gedacht hast oder so. Drogen?
Ja, lass die Finger von Drogen, oder? Ach so! Was willst du denn? Oh Mann! Die waren alt gegen mich. Okay. Ich fahr die ganze Zeit nur im Kreis wie so ein behinderter Mongo. Ja. Gar nichts hier gerade. Voll vercheckt, ey. Ja! Hey, Jung. Du bist so ein Dieb. Arschloch, so Alter. Ein Dieb. So ein richtiges Arschloch. So ein Dieb. So ein richtiges Arschloch. Ego ist so ein Spaß, so ein voll B. Alter, hättest du den jetzt noch daneben gelegt, ne? Hättest du den jetzt daneben gelegt, ne? Ja. Dann hätte ich das nächste Mal. Ne, da wäre ich jetzt gleich zu dir gekommen und hätte dir einen geklatscht. Und hätte ich kastriert, Alter. Oder? Wolltest du das sagen? Nein, einen geklatscht. Achso, der ist gut. Ich dachte, wir sagen jetzt gleichzeitig das, was wir denken, aber. Und Gartal, du hast schon mal gar nichts dazu zu sagen, ne? Was na klar, Recht, was du hast gar kein Recht dazu zu sagen. Warum habe ich gar kein Recht? Willst weil du mir meinen Mund verbieten oder was? Halt die Schnauze, willst du mir meinen Mund verbieten oder was? Junge, Anzeige wegen hier. Wegen was? Wegen Nötigung, Junge. Wegen Nötigung? Halt die Schnauze. Rassist. Können wir jetzt mal wieder spielen, oder? Ja, Mann, ich bin voll unkonzentriert gerade. Das ist so übertrieben. Na, bei den Gesprächsthemen kein Wunder. Der denn da? Weiß ich nicht. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht, dass ich da ja, jetzt daneben gesprungen. Ja. Mann, ey. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, ich leg dir das auch noch in die Mitte, ey. Das gibt's ja nicht. Oh, ey, weißt du, Lars springt hoch. Du denkst, er kriegt den. Weißt du, jedes Mal. Das. Er kriegt den. Was passiert? Er springt daneben. Das ist schon besser geworden. Ja, genau. Es ist öfter geworden. Es ist besser geworden. Ach so. Ja, das auch. Ich hab keine. Goal Nummer 3, Alter! Jawoll! Warum? Ja! Weiß ich auch nicht! Mann, ey! Boom! Geht doch. Mann. Und mit diesem Tor verabschieden wir uns für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao. Das ist ja beinahe schief.